Ich bin ja eigentlich ein friedliebender Mensch. Ja? Aber diese Penner hier im Straßenverkehr, die machen mich wahnsinnig. Ja? Von wegen Freude am Fahren. Das ist ja wohl ein Witz. Hier ein amputiertes Pack. Hätten am besten zu ihrem Führerschein auch noch einen Waffenschein machen müssen. Aber Hauptsache 500 PS unterm Arsch haben. Und keiner von diesen Vollpfosten weiß, wie man verdammten Blinker bedient. Nee, ist einfach da. Ich weiß nicht warum. Aber Hauptsache die Lichthupe funktioniert. Genau, die Lichthupe ist wichtig. Ja, und die Hupe, die geht auch. Super, super, dann hup doch. Huper, super. Kauft euch doch einen Schneepflug, ihr Arschköpfe. Dann könnt ihr alle anderen noch besser von der Straße drängeln. Ich könnte kotzen. Dann noch beim Überholen schön vorwurfsvoll dem Delinquenten ins Auto schauen, während sie gerade mit ihren beknackten Business-Handys telefonieren. Ja, was ist? Ich bin hier und du da! Blödsack. Und dann gibt's auch noch diese Idioten, die sich auf der Autobahn nicht trauen, schneller als 100 zu fahren und trotzdem glauben, dass die linke Spur ihnen gehört. Kann man ja auch nicht einfach so von der Fahrbahn schubsen. Diese Schnarchschnecken. Sollen lieber mit ihren Gummienten in der Badewanne spielen und nicht auf der Autobahn rumkriechen. Ist doch wahr! Wahrscheinlich können die noch nicht mal lesen. Ja, sonst würden sie ja auf ihrem Tacho sehen, dass sie zu langsam sind. Ey, ihr Vollhorns! Werft mal einen Blick in euren Rückspiegel! Sind da noch andere auf der Straße? Freie Fahrt für freie Bürger. Ja, das wäre schön. Aber wie soll das gehen, wenn hier nur Idioten unterwegs sind? Die sollte man alle mit ihren Warnwesten auspeitschen oder ihren Führerschein verbrennen und ihr Auto verschrotten. Dann hätten normale Fahrer wie ich endlich ihre Ruhe. Endlich verdammte Scheiße nochmal ihre Ruhe. Das findest du lustig, was? Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Aggression hat im Straßenverkehr nichts zu suchen. Merk dir das.